Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Video und zum neuen Projekt auf diesem Kanal. Aber zuallererst herzlich willkommen, dass ich wieder zurück bin. Es ist so lange her, dass ich was aufnehmen konnte. Aber endlich kann ich's. Ja, wir spielen ab heute auch No More Heroes 3. Ich habe mich wie ein Ast auf dieses Spiel gefreut. Also, ich habe mich richtig hart gefreut. Ich liebe die No More Heroes-Reihe. Ja, ich bin schon relativ erfahren. Deswegen spielen wir auf Bitter. Und das heißt, ich werde sehr bitter in diesem Spiel werden. Das bedeutet der Schwierigkeitsgrad. Für die, die sich gerade wundern. Ich kann ihn nicht mehr später im Spiel verändern. Ja, ich will leiden. Ah, so lang ist es her. So, ich kann den jetzt erstmal beiseite legen. Die Controller. Nein, wir spielen hier kein altes Retro-Spiel, Leute. Wir haben hier ein neues Spiel vorliegen. Ein sehr, sehr neues. I remembered this game I used to play. Nobody at school had it. Den ihr gerade im Hintergrund hört, ist der Hauptcharakter des Spiels. Das ist Travis Touchdown. It was called Death Man. It was a side-scrolling action game. Seht it ihr? Was like a clone of one of those famous Japanese games. But it was so cool. These ich habe früher auch solche Spiele gesucht und wie sonst was. And they print the human scores on their arms. Intelligence and beauty. If the score drops below 100, they get killed. A murder show begins. But one man put a stop to this terrible game. That's right. It's Death Man. Death Man fights against the Death Aliens. To protect the planet Earth, he kills off all 10 of the top evil Death Aliens. Ja. So ungefähr laufen alle No More Heroes Teile ab. Außer dem letzten. Deathman reveals his true identity. Who really is Deathman? How did it end? Das ist bestimmt einer der Bosse. I totally forgot. The mystery of Deathman is still unsolved for me. But that's about to change. A remake version was released. Now I can finally find out who Deathman really is. Finally. It's the last boss, the General Death. Wir sind gespannt. Wir starren alle gespannt auf den Bildschirm. Viel mehr kann ich gerade auch nicht machen. Muss ich jetzt selber spielen? Oh, ich muss selber spielen. Darauf war ich nicht gefasst. Ich prügel euch, weil ich. Das da, gib her. Ja, der Miet. Ajo, jetzt habe ich das Schwert der Vernichtung. Oh, da ist noch eine Box. Ja, der Miet. Jo, ich habe wieder das Schwert der Vernichtung. Jetzt mache ich dich alle. Ajo. Weg mit dir. Win! Das war easy. Leute, das Spiel wird nicht so leicht bleiben. Gucken, ob ich die richtige Expression direkt finde. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie zugeordnet habe. Ja, hier. Guck, ich werde so noch öfters gucken. Ich habe übrigens selber so einen geteilten Bildschirm auf dem Fernseher. Vor einer Fahrt. Ah, und das kenne ich schon aus dem Trailer. Wartet, ich mache mich mal kurz weg und stumm.
Best friends forever, Fu. This is goodbye, Fu. You're going back to your home. Damon, I love you. In 20 years, I will return. 20 years? You really mean it, Fu? Promise? Damon, I will return. No matter what. Promise. Go, Fu! Sir, it is time for the board meeting. We need to go back in. Just give me a minute. I've got an appointment. But I am not aware of... Just watch. You? Damon, I love you! Fu! Looks like you've been living large, Damon. You used our powers to get yourself a pretty sweet piece of the pie. Are you really Fu? Thanks to you, I was able to return to my land. And now here I am, a full-on prince! Congratulations. But I'm hella bored. I got nothing to do. I wiped out the neighboring planet, but then I was court-martialed and exiled to the Black Hole Prison. These dudes are my buddies! We met in the hole. Nice to meet you, everyone. Hey, Damon. Let's team up and make this planet ours. Ours? What do you mean? I'm talking about taking it over, duh! Do it! What did you do? Apparently, superheroes are popular in this country. So we're gonna jump on that. Right, Mr. Big Shot? Fu, what are you? I'm a goddamn superhero. Das war eine richtig geile Sequenz, ne, Leute? Ja. Der Schuss ging nach hinten los, Damon. Nein, das ist... Was ich weiß, nicht Travis. Wenn, hat sich Travis echt stark verändert. Warte, wo ist meine fette Hauskatze? Wo ist Jean? Da sitzt sie doch, oder? Nee. Jean, wo bist du? Hallo. Meets, meets. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich meine nicht, dass das Travis ist. Doch, ist Travis, er hat sich nur stark verändert. Was today the 4th of July? If not, is the Empire striking back or what? Ach ja, er ist ein Joke Master, ne? Weird today.
What a shitty town. What could possibly even be here? Like, what the hell is the prince even worried about? Let's destroy it. Und ihr nennt euch Superhelden. Also den Deathclaw, den haben wir ja noch aus dem letzten Teil. What was that light? Woo! That makes a much nicer parking lot, huh? I'm gonna build my tower right here. Okay, you go and clean up. My radar's picking up something weird. There's something real funky down below. Bin jetzt sehr hässlich. You guys will do. Wanna go kill it for me? Okay, go find it. Fuck it up! The city. Na, Shinobu. Wer war oben? Das habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Who are they? Wie viel ich hier nicht platt machen werde. Hey, can I ask you something? Are you guys aliens? I don't think they're here to talk, Master. Ach nee, das ist Batgirl. You know how to take these guys down? Beat them to fucking death. Strategy is born from battle. I'll take the one in the middle. Do whatever you want. Bin bereit. Let me have some fun, fucking losers. Let's go. Start the game. Zeit fürs Beamsaver. Hallo, ich bin Taro Gida. Meine Zockerfreundin nenne ich meistens Master Gida. Von Zeit zu Zeit werde ich in diesem Fenster erscheinen und ihr ein paar Grundlagen des Spiels erklären. Scheißen wir drauf. Ja, das ist meine Steuerung. Muss da jetzt nicht hier vorlesen, was er sagt. Ich muss nur wissen, draufkloppen. Okay, ich lerne gerade meine Steuerung. Jetzt ist die Zeit gekommen, Aliens abzuschlachten. Hier gibt es übrigens sehr viele Quicktime-Events. Ah, okay. Laserkatana aufladen, oder wie man es gleich sieht, pervers aufladen. Tue ich so. Ich konnte dich jetzt nicht. Aua. B oder schütteln? Ich habe gerade nicht die Joy-Cons. Wenn du mit einem Gegner einen Gegner mit einem Laserkanon verprügelst oder einen Boss einen hohen Schaden verpasst, dann verlangt sich die Zeit und ein großer Fall erscheint. Ja, das sind die Quicktimes, die ich meinte. Gamers have but one goal. Zack! Zack! Und dann gibt's eine richtig geile Sequenz. Das Spiel ist, meine ich, ab 18. Wartet, ich habe die Hülle hier irgendwo rumfliegen. Ja, das Spiel ist ab 18. Also, jeden, der unter 18 ist, empfehle ich natürlich nicht zuzuschauen. Es fließt sehr, sehr viel Blut bei diesem Spiel. Keine Ahnung, was das für ein Kristall ist. What the hell is this? Are these really aliens? Juvie, check this out. All right. Its atomic composition is unknown. I will expand the range of this search to include the entire galaxy. Ich darf noch mehr verprügeln. World-ending supernova, an energy stone for the planet Jean-Baptiste. Okay. So they really are aliens. Things are getting real funky real quick. Ich werde meinen Spaß haben. Mission accomplished. That was way too easy. Where are the rest of them? It's only polite to accept. Es war so anstrengend, die wiederzubeleben. Das blöde Girl. Master, I believe the time has come to use it. Loading in Deathglow. Awaken, sister. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Dass er jetzt so eine Rüstung hat. Ich muss ins Spiel reinkommen wieder. Lange her, dass ich No More Heroes gespielt habe. Beziehungsweise einen No More Heroes Teil. Und das sieht awesome aus.
Ich werde meinen Spaß haben. Ist wahrscheinlich meine Ultimate-Attacke. Das ist der Travis, den ich kenne. Trev, you're behind enemy lines now. Huh? Gene? Have you always sounded like that? Something wrong? No. Seit wann kann meine Katze reden? I always assumed you were a female. Are you tweaking? This is how I've always sounded. That's pretty badass. If there's anything you're not clear on, let me know. I'll lay it out for you. Zeig mir den Weg, Gene. My navigator, huh? Come on, man. Don't underestimate my prowess in battle. I'm right up there with Pickle. Yeah. Von wem? Let's not use that comparison anymore. It's gonna make things more confusing. Oh, jetzt darf ich wieder Spaß haben. Ja, ich darf Viecher schlachten. Aua. Aua. Wartet. Laserschwert aufgeladen auf perverse Art. Ah, da unter der Katze sehe ich die Symbole. Zack! Und weg ist der Kopf. Und tschüss! Jawohl. So, nur noch einer. Oh ja, den zersäbeln wir. Und weg mit dir. Darauf habe ich mich so lange gefreut. As you can see, things got all funky real quick. Und schon hat das Alien Angst. Some planet-eating type dude waiting for me up ahead. All yoked and powerful and trying to take over the world or something. Direkt die Tür mit zerschneiden und zertreten. A hero descends. What? There are no heroes in this world? Oh, but there totally are. My name is Travis Touchdown. Ja, dich kenne ich nur zu gut. Hero around, here to save the world. I'm also just a passing assassin. Here we go. Der erste und zweite Teil, wer den nicht kennt, unbedingt mal spielen. Vor allem der zweite Teil ist awesome. Und ich erwarte, dass er mindestens nochmal doppelt so gut wird, der Teil. Is that you? You know what to do, don't you? If you want to keep living a comfortable life, kill them all. Ich kann übrigens nicht sagen, wie lang die Folgen hierzu werden. Das entscheidet sich im Nachhinein. Ich mache eine Aufnahmesession und dann zerteile ich das Video vielleicht. So, ich habe das Rennen rausgefunden. Ich darf was essen. Oh shit, I need a toilet. Ja, ich darf speichern. Location. Oh yeah, don't forget. Always stop by the toilet if you find one, especially before boss fights. You need time to get your thoughts in order. So you know, save your damn game. Das speichert man halt, Leute. Das ist kein Witz, so wird gespeichert in diesem Spiel. Ich liebe es. Wisst ihr was, wir machen hier jetzt direkt den Cut, bevor ich weitermache. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen gehabt. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.